und willkommen zu Let's Fail bei Let's Play Mega Mario. So hieß das Spiel und ich hasse diesen Boss. Ich hasse ihn. Sie, meine ich. Was ist denn so schlimm an ihr? Okay, Antwort. Du weißt jetzt, was so schlimm an ihr ist. Du weißt es jetzt, muss ich noch sagen. Es ist ein Raumraum. Ja. Und nach dem Anfang, diesen Boss noch... Jetzt... Oh Gott, sterbe ich jetzt gerade oder sterbe ich nicht? Oh. Habe ich ihn noch getroffen? Bitte nicht runterfallen. Ja. Danke. Wow. Wow. Oh mein Gott, ich bin so am Arsch gerade. Da kommt was hoch, danke. Und das ist nicht meine... Oh. So, jetzt werde ich das hier nehmen. Bitte triff. Nein, das trifft nicht. Verdammt. Soll ich Energietank nehmen? Nein, ich warte noch ein bisschen. Man kann diese kleinen Viecher kaputt machen. Aber sie tauchen... Nein! Wieder auf. Jetzt wisst ihr, warum ich diesen Boss hasse. Ich hasse ihn. Verdammt. Das ist auch das erste Mal, dass... Nein, das stimmt nicht. Das zweite Mal, dass ich nach dem Üben gegen diesen Boss wieder gestorben bin. So. Zack und... Ja, sehr gut. Dreimal treffen am Anfang ist, ja, das ist, eine gute Voraussetzung. Autsch. Ich, ja, genau. Ich, kotze gerade. So. Zack. 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 Nein! Wir treffen uns gleich hier wieder. Ciao. Nach einer Wahnsinnstortur bin ich wieder hier und bei der Quickman-Stage-Passage einmal gestorben. Klasse. Egal, so bitte stirb hier. Sehr schön. Verdammt, einmal zu wenig. Egal, ich habe dich schon mal mit schwereren Voraussetzungen getötet. Aber das könnte jetzt nicht der Fall sein. Wo bin ich? Da. Komm, jetzt zack, zack, zack. Zack und nochmal... Ja! Habe ich jetzt Summer getroffen oder nicht? Glaube schon. Das wäre angebracht. Wo bin ich? Da. Boah. Wo hier unten rumsteht, verliert man sich schnell aus den Augen und aus dem Sinn in die Waschmaschine rennen. So, rüberspringen und jetzt bin ich. Oh. Bitte komm was. Oh. So, jetzt werde ich hier auf meine Axttechnik. So, ich werde jetzt einfach cool sein und mich nicht mehr beirren lassen von zu viel Panik. Weil ich es schaffe. Ich schaffe es. Ich tue es. Du bist Bob, der Baumeister. Verdammt. Oh, da kommt was hoch. Nein! Das ist doch nicht wahr. Das ist nicht wahr. Yes, Korrektur, Bob, der Failmeister. Als Maul. Das kann doch nicht wahr sein. Ich hasse diesen Boss. Ich hasse ihn. Hätte ich bei den ersten dreien Mal alle drei getroffen, wäre er tot gewesen. So. Dann wäre er jetzt tot gewesen. Nein. So, bitte, komm an. Wo bin ich? Ich verliere mich hier so schnell aus den Augen. Das ist das Problem, dass ich nicht mehr gezielt gegenlenken kann. So. Und nochmal bitte. Jawohl. Komm. Die Voraussetzungen sind klasse. Wenn ich nicht oben... sein würde, wo ich mich nicht mehr sehe. Und die ganze Zeit... Oh. Bitte. Was? Wo? Jetzt bin ich durch den Boden gefallen. Das darf nicht wahr sein! Ich bin durch den Boden geglitscht oder was auch immer. Das ist doch nicht mehr wahr. Das Spiel mag dich nicht. Das ist echt jetzt gerade verarsche. Ich habe die letzten vier Stages, also die letzten Stages hier, Die habe ich so oft geübt. Und ich habe diesen Boss drauf gehabt, dass der so schnell gefallen ist. Und jetzt komme ich auf keinen grünen Zweig mehr. Das ist nicht fair. Oh Gott, verspringe ich mich hier beinahe? Nein! Letzter Versuch schon wieder. Robbenleben. Verdammt. Hören nicht, wenn man was sagt. So, nächster Versuch. Nein, verdammt!
Ich bin total draußen jetzt gerade. Oh, wir sehen uns gleich wieder. Yep. Ich habe diese Stage geschafft, ohne zu sterben. Aber jetzt werde ich wieder draufgehen. Das Timing muss stimmen. So, wunderbar, wundertoll. Der Anfang ist gemacht. Und jetzt kann das Sterben wieder losgehen. So. Ich habe ganz gute Erfahrungen damit gemacht, mich hier in der Ecke aufzuhalten. So, zack. Zack. Und nochmal, bitte. Verdammt. Verdammt, wo bin ich? Bitte nicht wieder durch den Boden fallen lassen. Dank dir. So. Noch sieht's gut aus, aber es kann mit einem Schlag vorbei sein. So, ich wechsle mal nochmal kurz auf die Dame hier. Awesome. Bitte lass dich... Ich hasse manchmal diesen blöden Mistkometen. Ich hasse es, dass ich manchmal da lande, wo ich gar nicht landen will. So, ich werde jetzt mal mit meiner super awesome Roffel-Attacke ein wenig herumarbeiten. Bitte lass mich runter. Und yes! Yes! Wow! Yes, 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 yes! Wow! Staub! Du! Liebhaberin. Boah. Das ist voll brav. Schönes Ding. Ja. Die nächsten Bosse werden nicht mehr so nervtöten. Da kann ich nicht sterben, indem ich irgendwo runterfalle. Da bin ich dann selbst schuld, wenn ich zu schlecht bin, den Projektilen auszuweichen. Aber hier, gut, da bin ich auch zu schlecht, weil man den ausweichen kann, aber ich kann nun auch nichts dafür, wenn ich mal durch den Boden glitsche oder so. Aber außerdem mit dem Ganzen, mit dem Boss in der Mitte, den zwei rumrollern. Das mache ich jetzt. Das ist wichtig. Und ich glaub, den Besen oder Komet? Was ist wichtiger? Der Komet. Der Komet ist eine sehr schöne Waffe. So, das nächste. Das sage ich jetzt so. Ich werde wahrscheinlich eh so oder so sterben, weil ich mich jetzt überschätze. Aber die nächsten großen, ganz großen Probleme. Die nächsten enormen abenteuerlichen Probleme. Also schaltet ein, wenn ich wieder da bin. Werde ich wahrscheinlich bei den Great Eight haben. Die irgendwie kaputt zu kriegen und die Stage dann auch noch zu schaffen, weil das ist alles so viel und alles so schwer und ich mag es so ungern und nicht fair. So, zack, zack. Und das Leben holen wir uns mit schönem Schmackes und Salat. So. Was ist eigentlich die rote Fähigkeit von Alice? Das da? Die, ja. Die holt eine Puppe mit dazu, die selbst noch im Raum rumschwebt und kämpft und so weiter und so fort. Ah. Und ja, ich benutze sie nicht allzu häufig. Und, oh Gott sei Dank, ich bin noch oben angekommen. So, wenn ich leite oben bin, meine ganz kurze Unterbrechung. Bei mir rührt sich gerade was. Bis gleich. Oh, jetzt geht's weiter. Und jetzt kommt noch härter. Ich werde mein Brötchen regieren und meine eigene Butter schmieren. Falls man das überhaupt versteht. Egal. Ja. Mal sehen, ob ich hier einigermaßen gut durchkomme. Ah, Timing ist alles. Ui. So, da werden wir die Kanonenköpfe auspacken. Sehr, sehr gut. Oh mein Gott, ich bin noch voller Lebenskraft. Das gefällt dem Berg noch sehr, sehr gut. Ah. Aber das Schlimmste, naja gut, das Schlimmste ist eigentlich noch nicht geschafft. Das kommt noch. Aber mein Hassboss ist es. Oh, bin ich froh, dass der hier ist. Oh. Okay, willst du diese lustigen Wände mit irgendeiner Fähigkeit zerstören? Ja. Für den E-Schrank da unten? Ja. Aber ich will erstmal den Knaben hier auf Seite setzen. Gut, wenn das aussetzen, sagen wir mal besser. Ja, das erhöht unsere Chancen. Und ich hoffe ja, dass ich damit bis zu einer gewissen Stelle komme. Aber ich bezweifle es, weil ich das noch nie geschafft habe. Oh, die Stelle. So, da muss ich jetzt gucken, wie die Pompons hier, wie die wandelnden Tampons hier laufen. Kanone. Sehr schön. Komm, ja, Startdrücke. Satz, Satz, okay. Ja gut, das kann ich euch. Verdammt, den hätte ich gebraucht. Der war doch eindeutig noch drauf, also bitte. So, da. Immer dieser Kleinkram. Naja gut, Kleinkram ist besser als großer Kram, der wegfällt. Wo war das nächste? Ah, da, okay. Und drüber. Na toll. Den brauche ich nicht. Oh. Mal sehen, ob ich den erwische. Jawohl, das ist mir nämlich zu kriminell, wenn ich hier getroffen oder nicht. Nein, wenn ich nicht. Haha. Oh, verdammt. Ich bin beinahe runtergefallen, glaube ich. Oh.
Verdammt, warum fallen die Pilze immer dann, wenn ich sie nicht brauche? Und wenn ich sie brauche, fallen sie nicht. Okay, du wirst noch sterben. Videospiellogik? Ach, was soll's, ich werde es auch so schaffen. So. Und rüber, jawohl. Da kommt doch noch eine, ja. Ich hätte jetzt geschworen, ich würde getroffen werden. So, und jetzt hier rüber. Sehr, sehr gut. Jetzt hat man bis die Olle geböllert hat. Gut. Und meine Waffen sind oft annähernd voll. Bis auf den Besen. Bis auf den Besen? Verdammt, warum sagt mir das keiner? Aber der wird jetzt ein bisschen voller gemacht. Dank Hase. Ich mag Hasen gerade, merke ich. So. Sind ja auch schnuffig. Oh ja. Ah, hier. Stimmt, hier gibt es eine lustige Stelle. Dank Besenpower. Ja, so viel dazu. Ich finde das toll, das sollte man mal Mega Man auch können. Besen! Ach, also nicht die ganzen Kehren, Wall-Glitches in Mega Man 1 und 2, damit kann man auch so einen Spaß haben. Vor allem den Glitch, der durch die M-Waffe in 1 verursacht wird. So ein verdammter Mist. Das könnte es doch tatsächlich sein, dass ich für diesen Boss hier einen Energietank brauche, was ich eigentlich nicht will. Na gut, vielleicht verliere ich damit jetzt ein Leben. Warum? Ah, ein Yellow Devil. Du sagst es. Boah. Oh, bisher noch nicht getroffen worden. Das ist Novum für mich. Ein Yellow Devil Gutsman Hybrid. Ja, dann okay. Kann verschiedenes. Und die komischen Dinger kommen in der Regel. Aua. Ja, das auch. Die kommen in der Regel, wie sage ich das jetzt am besten? Unregelmäßig. Aber sie hat drei verschiedene Fähigkeiten, mit denen sie sich wieder zusammensetzen kann. Das ist die zweite. Ansonsten. Oh, das war gemein. Kommen noch Hüpfdinger. Boah, sie ist tot. Boah. Ja, das war. Und nicht mein E-Schrank benutzt. Ja, finde ich gut. Jetzt haben wir die Hüpfdinger zwar nicht gesehen, aber damit müssen wir Doch, sie hat Hüpfdinger. Ich meine, bei dem rumspringen, ne? Wabbel, wabbel, schwabbel. Hausmeister Krause, Zitat. Wie ist der noch? Der Axel Steiner. Der. Ah. Weißt du noch, ne? Der so ähnlich drauf ist wie ich. Hausmeister Krause nie geguckt. Ach so. Naja, wirklich Wasser passt, hasse nicht. Also, es war. Aber in Sachen gucken, ich guck gerade auf die U. Halt mal, ist das nicht die erste Stage aus Super Mario Land? Ja, irgendwie so. Ja. Beziehungsweise. Aber davon sehen wir am besten mehr im nächsten Part, weil die Uhr gerade bei mir explodiert. Alles klar, bis dann. Ciao! Stirb! Oh, das nehme ich aber noch.